Zurück sind wir aus der Werbung. Oder zurück, wir sind aus der Werbung. Um es Yoda-isch einmal zu sagen. Und es hat sich knallhartes ereignet in der vergangenen halben Stunde. Wir wurden eingesperrt. Es wurde Hollerö gesagt. Wir haben Flashbacks oder Nicht-Flashbacks zu sehen bekommen. Ich bin mir nicht sicher anhand der deutschen Übersetzung. Und wir stehen vor Melina. Melinas Rücken zumindest. Wir haben sie gesucht und wir haben sie tatsächlich hier in dieser verlassenen Bücherei gefunden. Ich hoffe, dass unser Martyrium jetzt ein Ende hat. Hallo Melina. Kicher. Du Hasenhirn, arg. Fällst zweimal auf denselben Trick herein. Ihr könnt das auch hören, oder? Da, genau. Im Herzen von Nark gibt es zwei Melinas. Aber es gibt ja auch zwei. Er hat die Wahl. Hey. Arg. Ja, ja? Welche Melina magst du wirklich arg? So, setz mir hier nicht die Pistole auf die Brust. Ja, wir haben schon darüber gesprochen. Muss ich jetzt auswählen? Arg, pass auf, das ist eine Illusion. Ich weiß, Albträume schleichen sich in die Herzen der Menschen. Arg, vertraue deiner Stärke und besiege die Albträume. Okay, und wer war das jetzt gerade? War das Feider? Ja. Füder oder Feider. Wie wird man es aussprechen? Füder. Feider, würde ich sagen, ne? Nah die Leuchte. Was? Nah die Leute. Nicht mit deinen illusionären Missetaten von Arg. Was? Mit wem redest du? Wo bist du? Ach, mit Melina, ja? Ich weiß, du musst in diesem Zimmer sein. Zeig dich. Da ist sie. Der große Bösewicht. Der kleine Bösewicht. Warum mischst du dich ein? Sagt Malin. Wer bist du, Arg? Was? Du scheinst Arg zu kennen. Aber warum quälst du ihn? Ja, warum quälst du ihn denn? Es kann vielleicht sein, dass sie... Hat Arg ihr die Liebe versprochen? Nicht ganz, oder? Er spielt mit meinen Gefühlen. Ich spiele mit einem Controller eigentlich, aber auch mit den Gefühlen. Er soll leiden, leiden und nochmal leiden. Wow! Bitch Slap. Richtig hier Backhand ins Gesicht. Du vergeltest also Gleiches mit Gleichem? Ja, Melina? Melina sag ich schon. Mylin? Warum heißen die auch so ähnlich? Du bist noch ein Kind. Du musst noch viel über das Leben lernen. Ja, ganz genau. Ein Kind mit telepathischen Fähigkeiten. Sagt wer? Wong kann dich und Arg ausradieren. Das sage ich ihm jetzt. Alter Verwalter. Kleiner Abstecher, ab geht's. Auf geht's. Okay, und ist Feider jetzt bei mir? Hey, Feider, komm mit. Das ist ja der Hammer. Feider, schön, dass du mitkommst. Ey, mir ist gerade erst aufgefallen, ich kann ja hier gar nicht kämpfen in dem Ding. Es ist ja kein richtiger Dungeon. Ich verdiene ja gar keine Experience und alles. Das war ja blöd. Natürlich kann ich nicht angreifen. Sonst hätte ich Experience gekriegt. Habe ich gar nicht gemerkt. Das jetzt. Da ist sie. Der Eingang ist verschlossen. Vorher war er offen. Ja und? Und was jetzt? Wong spricht. Mylin, sehr gut. Die Maus sitzt in der Falle. Mäuse jagen macht jetzt keinen Sinn. Jetzt ist Schluss damit. Danke, Mylin. Du wirst jetzt nicht mehr gebraucht. Oh oh. Eine Sekunde, Mr. Wong. Was meinst du damit? Moment, Mr. Wong, aber dann nicht siezen? Egal. Ich werde mit dir dasselbe machen, was du Arg angetan hast. Er will uns alle in diesem Zimmer töten. Warum? Ich arbeite hart für Wong. Das hört sich ein bisschen falsch an. Versteh doch, für Wong ist ein Menschenleben kein Penny wert. Man zahlt in Pennies. Ja, Mr. Wong, nutzt alle aus und da heulst du wieder, Mylin, ne? Ich war dumm, uhu, uhu, uhu. Du warst dumm. Jawohl, es tut mir leid, Arg. Großvater. Großvater. Es tut mir leid, Großvater. Oh, oh. Hört ihr das auch? Ja, natürlich hört ihr das auch. Ich höre es ja auch. Was ist das für ein Geräusch? Wo kommt es her? Oh, Perry! Nicht Penny, sondern Perry ist da. Hey, wenn das nicht mein Freund Arg ist.
Ich hörte eine weinende Frauenstimme, deshalb kam ich her. Übrigens, hast du den Typ getroffen, der das ganze Metall aufkauft? Wir sollen keine Mädels zum Weinen bringen, sondern den Job erledigen. Was für ein nettes Schloss, ein idealer Platz für ein Päuschen. Was redest du denn da? Hollerö! Hollerö. Alter, ey, willst du rasten? Ich setze meinen Weg fort. Ich wollte auch mitkommen. Was mit dir, Marlin? Ark, du wirst die Prinzessin retten, nicht wahr? Untersuche die Wand gegenüber der Statue. Dahinter befindet sich das Verlies der Prinzessin. Sei vorsichtig. Die Wand gegenüber der Statue. Welche Statue ist denn gemeint? Wong hat Roy als Wache engagiert. Er ist gefährlich. Und? Ich war im Unrecht. Das ging aber schnell. Entschuldige. Ja, das ist ja alles gut. Nee, überhaupt nicht. Ich hasse dich immer noch. Welche Statue wird denn damit gemeint? Welche? Ist hier eine Statue? Nee, wahrscheinlich weiter vorne, ne? Ey, wehe, aber da sind immer noch seine Untergebenen, die rumlaufen mit den Taschenlampen. Das muss nicht wirklich sein. Das muss echt nicht wirklich sein. Okay. Wo lang jetzt? Bei der Statue. Gegenüber der Statue. Ach nee, oben rum. Ups, shit. Das wollte ich nicht. Zack. So, ich guck mal den Berater. Da ging's lang. G-H-H-I-J-K-L. Es gibt kein K und L, oder? Ich finde keins. M. Ich sehe ein P auf der linken Seite im Haupteingang. Vielleicht ist das ja das Richtige. Oh, das habe ich jetzt mit Absicht gemacht, ausnahmsweise. Hier links. Vorsichtig. Ah, oh, shit. Warum drehst du dich denn in der Sekunde um? Jetzt in dem Westflügel. Okay. Uah, das war fix. Okay. Das ist die falsche Ecke. Ich bin blöd. Ich muss ja oben lang. Alles umsonst. Hier, in dem Westflügel. Das ist der Westflügel. Er ist westlich und geflügelt. Hinter der Statue. Hier entlang laufen? Nein. Ist das hiermit gemeint? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? P. PQ. Q. Also irgendwas hier beim Teppich. Oder nicht? Vielleicht mal mit ein bisschen mehr Anlauf laufen. Oh nee. Entlang gehen können wir nicht. Nee, da bin ich noch nicht. Wo ist denn... Welche Statue wird gemeint? Ah, da. Statue, oder? Da sind zwei. Nee, da sind sogar viele Statuen. Was hat Marlin nochmal gesagt? Die Statuen kaputt wemsen. Wieso steht denn hier nichts? Ich habe mich doch extra hier Spielberater. PQ, Turboschuhe, Mauern. Schuhe, Narrenstab haben wir gekriegt. Also die Items haben wir eigentlich alle. Wo komme ich denn im richtigen Raum? Kerzen auswerfen. Ey! Wirklich? Kerzen auswerfen? Wie soll man denn darauf kommen? Das hat man doch vorher noch nie gemacht. Eine Kerze ausgeworfen. Oder was? Geht das wirklich? Es geht wirklich. So ein... Wahrscheinlich haben sie es gesagt und ich habe nicht richtig gelesen, oder? Drei. Wie soll man denn darauf kommen? Vier. Hallo? Fünf. Gleich. Fünf. Und noch eine Kerze. Holy fucking shitballs.
Kerzen. Einfach mal gekerzt. So, wir sind eigentlich welche von den Johnnies hier. Alter, hier geht's aber. Okay, das ist bestimmt gelaufen. Nee, nicht mal ansatzweise. Hier, aber jetzt laufe ich hier. Guck mal, wie geil ich laufen kann. Hier geht's laufen. Nee, hier ist auch nichts. Weil zumindest sehe ich es nicht. Gut, wir haben ja noch die rechte Seite. Wie blöd war denn das, ey? Wie blöd war denn das? So, lass mich hoch. Wie schnell das geht. Oh. Warte mal. Aber hier kann ich auch nicht lang. Nur da, wo eine Statue steht. Hier stehen so viele Statuen. Das ist das Problem. Okay, dann lass uns mal. Also wir haben mit diesem Statuenrätsel diesen Raum gemeint. Aber nicht konkret präzisiert. Guck mal, hier sind ja keine Statuen zum Beispiel. Da. Ich hätte gedacht, dass das hier. Wir sind ja in der Nähe von Statuen. Dass wir hier entlang müssen. Kuh. Es gibt eine zweite Seite, die ich nicht gesehen habe. Wo mehr Dungeons-Zeug ist. T und R. Der Mechanismus der Tür zum Raum Q wird durch die Kerzenleuchter gesteuert, die sich hier befinden. Danke, es steht da drin. Ich habe die zweite Seite nur noch nicht gesehen. Benutzt hier zunächst die Tonkrüge, um die Flammen zu löschen. Danach könnt ihr euren Durchgang fortsetzen. Um die Ecke geschaltet. Das ist die Statue, von der Mai Lin sprach. Lauft im Gang zurück, bis ihr die Stelle erreicht, bis ihr die im Bild links sehen könnt. Okay. Alter, das ist nicht euer Ernst, oder? So. Das sind wirklich. Ist es die Ecke hier? Nein, die ist es nicht, oder? Nee. Irgendwo sehe ich. Ich sehe hier einen Screenshot von der Ecke. Ich glaube, es ist auf der rechten Seite. Ein versteckter Schalter. So. Ach, guck mal. Die Statue blickt jetzt hier hin. Mal gucken. Was ist das? Das sieht aus wie ein Schalter, natürlich. Genau. Das ist die Statue, von der Mai Lin sprach. Was soll ich machen? Drück den Knopf. Da jede. Uff. Ja, die haben es nicht umsonst mit dem Lösungsbuch zusammen verkauft, ne? Ich glaube, viele Kids hätten es damals nicht durchgespielt, wenn sie sich auf ihre eigene Deduktionsgabe hätten verlassen müssen. So kriege ich das wenigstens. Das geht wenigstens so auf. Alles klar. Ich traue dem noch nicht so ganz. Aber sie sieht aus wie meine Melina hier, ne? Oder? Oh. Oh, die Musik ist wieder da. Unglaublich, dich an einem Platz wie diesem zu treffen. Das ist meine Melina, oder? Aus der Unterwelt. Ich dachte, ich würde dich niemals wiedersehen. Aber ich dachte sehr oft an dich. Ist das ein Traum? Hey. Okay. Roy, warum? Tut mir leid, Junge. Aber das ist nun mal mein Geschäft. Das ist eine gute Gelegenheit, deine Stärke zu demonstrieren. Ich werde dein Gegner sein. Nein, Feider. Ark, befreie die Prinzessin aus dem Schloss. Was machst du? Beeilung. Okay, komm her. Hier, lass uns davon düsen. Komm her, Melina. Melina. Ark, hier entlang. Warte mal, du kommst nicht an den Wachen vorbei. Ich kenne einen Geheimgang. Keine Angst, ich lege dich nicht wieder herein. Ach ja? Ich wette, ich muss ganz nach links. Guck mal, wie schnell ich bin. Schneller als Mai Lin. Oh, aber jetzt ist sie turboschnell gewesen. Flupp. Naja. Da, und jetzt küsst euch. Nein. Wir kennen uns doch vielleicht aus Schloss Loire. Roy, du alte Sau.
Nein, wir trafen uns bereits vorher schon einmal. Es ehrt mich, dass eine solche Schönheit sich an mich erinnert. Aber das Schwert passt nicht so recht zu dir. Leg es doch ab! Ja, pack das Schwert doch mal zur Seite. Genug geredet, zieh dein Schwert. Wer die Prinzessin mit Rot bekommt, ist mit mir zu tun. Was zwingt dich dazu, andauernd dein Schwert zu schwingen? Na, solche Pansen wie du natürlich. Das Mädchen ist keine Prinzessin mehr. Das ist dann doch nicht meine Melina, schade. Du hast nun keine Verpflichtung mehr. Einem Halunken wie dir werde ich das nicht auf die Nase binden. Ich habe jemanden zu beschützen. Ich kämpfe für Liebe und Gerechtigkeit. Ich habe es jetzt zu schnell weggeklickt. Jemanden zu beschützen, verstanden. Geh, ich werde dich nicht aufhalten. Wie meinst du das? Ist es nicht dein Job, uns zu töten? Ich habe es mir anders überlegt. Ich bin auch Roy. Das ist alles. Geh und beschütze deine Prinzessin so gut du kannst. Das sage ich, Roy, Lebemann, Sexualstraftäter. Nee, keine Ahnung. Sieht ein bisschen so aus, aber... Weiter, dieser Roy, ich traue mich. Ark, ich werde auf Feider warten. Feider war immer für mich da, ich kann sie nicht zurücklassen. Aber ich bleib dann auch hier. Geh voraus, ich will... Dann guck ich doch mal, was mit Feider ist. Da vorne ist ein Kanalrohr. Ich hörte, wie Wong sagte, dass es nach draußen führt. Ich kann wahrscheinlich nichts anderes machen, als sie hier zu lassen, oder? Geh voraus, ich werde mit Feider folgen. Okay. Und was jetzt? Tut mir leid, Ark. Ich will dich nicht länger aufhalten. Ich muss noch viele Dinge erledigen. Ich muss noch mehr Könige umbringen. Wow, um Himmels Willen, nein. Heult er jetzt? Wenn Beruga das in Devotar erfährt, wird er stinksauer. Roy, fange Melina und erledige sie. So schnell du kannst. Ist das jetzt ein Flashback oder nicht mehr? Hinter allem steckt Beruga. Jetzt kennen wir seinen Namen. Moment mal, hat Roy sich da nur reingeschlichen, um den Namen Berugas zu erfahren? Was sagst du da? Verschwinde, oder es gibt Ärger. Verschwinde! Wong, das konntest du nicht wissen. Für das Projekt Vorbereitung starben viele Menschen. What the hell? Unter ihnen meine besten Freunde. Meine besten Freunde sind gestorben. Siegfried und der Tiger sind beide gestorben. Was redest du da? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. König Olaf ist lange tot. Es gibt nur dich und diesen Beruga, den du erwähntest. Nein, nicht so hastig. Das wollte ich nicht. Ich, Wong, hatte das nicht vor. Tja, kann passieren, ne? Plopp, plopp. Ohne Laufen kann man auch rüberspringen. La, 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 la. Melina kommt bestimmt nach. Warte, nee, es ist Mylin. Hahaha. Ha. Sie schufen einen Doppelgänger von Ark. Hey, wo ist die Prinzessin? Was willst du? Du hast sie nicht gesehen? Nein, ich nicht. Ich dachte, sie sei bei dir, Ark. Okay. Das Schloss bebt. Es bebt. Ich weiß nicht, warum es bebt. Aber es tut beben. Jetzt sind wir draußen gelandet bei Perry, bei Mylin. Heiraten die beiden nicht oder sowas? Bist du wirklich in Ordnung? Nicht tot? Ark wird nicht so einfach sterben. Das macht er natürlich nicht. Hoher Ark, alles okay? Bist du unverletzt? Das Schloss bebte und wir wurden durchs Rohr hinausgespült. Hey Kumpel, alles klar, Gott sei Dank. Ja, Perry, es ist alles klar. Man sagt, der Metallpreis der Stadt sei wieder gesunken. Ich muss Will helfen, es gibt viel zu tun. Komm doch zu ihm, er hat wirklich abgefahrene Pläne. Will Wright in Seeheim. No? Entschuldige, ich beging einen großen Fehler. Ark, du hast immer zu mir gehalten. Du bist mein Retter. Ich bin ja schon zufrieden damit, dass du mich nicht hast. Doch, ich hasse dich vielleicht nach all dem, was du gemacht hast. Nimm das doch nicht an. Hey, ich gehe zurück zu Großvater nach Lhasa. Hey Ark, besuch mich mal wieder. Vielleicht auch nicht. Okay, vielleicht auch schon. Mach ich das schon. Nun bist du auf dich selbst gestellt. Was stieß der Prinzessin und ihrer Begleitung zu? Oh ja, die Metallpreise sinken. Wir sollten nach Seeheim gehen. Das ist der erste Gedanke. Wir vermissen die Prinzessin, oder wir vermissen Melina und Feider, aber da die Metallpreise gesunken sind, sollten wir nach Seeheim uns aufmachen. Der Flugzeug-Fuzzi müsste eigentlich wieder fröhlich an der Arbeit sein. Dann fahren wir auch nach Seeheim. Wahrscheinlich ist es jetzt dazu gedacht, genau, dass wir diesen Quest hier machen und dann vernünftig questen. So, wo the fuck war Seeheim denn nochmal?
Seeheim. So, ich muss in die Karte gucken. Wo ist Seeheim? Ich befinde mich ja hier an der Küste Chinas. Wo ist denn die Karte hier? Karte, Karte! Karte, wo bist du? Ich hab dir doch mal eine Karte. Das ist nicht die Karte. Ey, es sind doch nur 70 Seiten. Wieso finde ich die Karte nicht beim schnellen Durchblättern? Da ist sie. Da haben wir Burg Drachenheld. Seeheim. Nordamerika. Seeheim ist Detroit. Alright. Seeheim. See, 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 see. Ich fahre mal unten rum lang. An Argentinien vorbei. Südspitze Südamerikas. Schöne Musik immer wieder. Ich düsel mal weiter hoch. Ich glaube, wir haben da ja auch einen Hafen, wo wir anlegen können in der Nähe von Seeheim. Das war ja bei den Great Lakes, genau. Da bei Detroit. Und guck mal, die Städte hier, sie entwickeln sich auch dann weiter. Hier unten, in Liberita. Ist Liberita schon ausgebildet? Noch nicht komplett, ne? Aber sie ist schon größer geworden, die Stadt, ne? Guck mal, wie es da abgeht. In Liotta soll das ganze Jahr das große Fest stattfinden. Ganz nach meinem Geschmack. Ja, machen wir später erst. Wir gehen erstmal hoch nach Seeheim. Da ist Seeheim. Bei den Great Lakes. Da. Und der bibbert hier immer noch. Warte mal, wir sprechen einmal mit dieser Kuh, damit sie Mu sagt. Mu. Gehen weiter. Weil hier geht es ja auch nochmal durch. Und da wohnt Will, der Flugzeugbauer. Sag mal, Heinz, wie gut sind wir schon ausgebildet? Ich beobachte die Entwicklung. Menschen sind schwierig zu motivieren, wenn die Gesetze geändert werden. Immer noch 0%, ne? Da fehlt wohl der kickstartende Event. Noch. Da ist er. Hallo, Will. Hurra, Hulerü! Endlich, Ark, mein Flugzeug ist fertig. Ich habe neues Metall aufgetan. Mein Traum wurde Wirklichkeit. Ark, es gehört dir. You get an airplane, you get an airplane, and you get an airplane. Everybody's getting an airplane. Drücke A, um zu starten im Flug. Drücke L für Tiefflüge und R, um höher zu fliegen. Mit Y beschleunigst du. Um zu landen, Tieffliegen und A drücken. Ist das das Handbuch? Was ist das? Sieht aus wie ein Tagebuch. Ach nee, das hatten wir schon, ne? Das haben wir schon gelesen. Ja, wir haben jetzt ein Flugzeug. Ein Flugzeug. Wir können mit diesem Flugzeug können wir fliegen. Gehen wir in das Flugzeug rein und dann fliegen wir über den Boden, fliegen wir zu dem anderen Kontinent rüber, da können wir landen. Und dann weiter mal. Ich weiß nicht, warum das jetzt holländisch geworden ist. Mit dem Flugzeug. Er wollte Perry und alle Leute aus Moronia mitnehmen. Ja, was auch immer, whatever. Ja, ich habe mein Flugzeug jetzt. Das müsste jetzt außerhalb der Stadt eine Landebahn geben, wo ich mit meinem Flugzeug weiter fliegen kann. So, da seht ihr das. Die Landebahn aus Pilot Wings. Und, bin aufgegangen, schaut euch das an. Wie in Pilot Wings. Hui, hui, hui. Fliegst los. Schaut euch, ist das geil? Oder ist das geil? Mit L und R können wir hoch. Mit Y kann ich ein bisschen beschleunigen. Das Ding ist aber, guck mal, wie schnell, schaut euch an. Ich kann nur da landen, wo auch eine Landebahn ist. Kann ich da runter. Ist das der Hammer? Hammer for your mama. Wo bin ich denn hier gelandet jetzt? Oh! Tempel, da gehen wir lieber. Okay. Da ist der Tempel, aber hier wird zum Beispiel eine Landebahn. Ich weiß nicht, ob wir direkt dann dahin müssen. Aber wir können auf jeden Fall losfliegen. Das ist schon mal ganz geil. Wir können ja mal gucken, ob es hier irgendwo. Ups, nicht so tief. Irgendwo noch eine weitere Landebahn gibt. Guck mal, wie schnell wir. Achtet mal unten auf die Map, ja? Mal gucken, wie lange wir brauchen, um eine Weltumkehrung zu machen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Sekunden, um einmal um die Welt zu düsen. In den Flieger hier. Das ist doch der Knaller, oder?
Aber wir sind immer noch darauf angewiesen, dass es irgendwo auch eine Landebahn gibt, wo wir landen können. In Alaska waren wir ja schon. Aber ich sehe da auch keine Landebahn. Ich weiß gar nicht, wo die Landebahnen. Ah, okay. Oh, holy fuck. Seht ihr da? Alter, seht ihr das da unten? Seht ihr unten, wie groß Liberita geworden ist? Ist ja eine richtige Metropole mittlerweile. What the fuck? Schau dir da an, wie groß die ist. Riesig groß. Super groß. Alter, da haben wir uns schön entwickelt. Leute, wir gehen einmal noch in die Werbung, wenn wir wieder zurück sind. Dann besuchen wir Liberita und schauen, was wir da noch machen können. Bis gleich.